der heilige Gral im American Football Spiel. Das ist für Skill Position Player der 100, das 100-Yard-Game. Und bei mir ist zwar kein 100-Yard-Lauf, aber ein 100-Yard-Gang. Das Schuhwerk ist auch nicht ganz das Richtige. Und damit dieses 100-Yard-Game auch kein ganz langweiliges wird, haben wir hochkarätige Verstärkung geholt mit dem Generalsekretär des AfD-Öffis. Das ist schön, dass du hier mit dabei bist. Ja, freut mich, dass ich hier sein kann. Wir machen diesen 100-Yard-Gang. Du hast gesagt, deine 40-Zeit ist bei 12 Minuten. Das glaube ich da nicht. Wir sind deutlich schneller unterwegs. Wir zeichnen das in der Halbzeit von Ladies Bowl 25 bei Austrian Bowl 39 auf. Erklär doch vielleicht mal den Zuseherinnen und Zusehern, warum es da eine 14-Spiele-Diskrepanz gibt. Relativ leicht erklärt. Wir haben früher die Austrian Bowl immer mit der Silver Bowl gespielt. Das ist das Finale der ersten Division. Aber die Ladies haben im Herbst gespielt. Sie haben ihre Saison im Herbst gehabt und dann im November ihr Finale. Wir haben das jetzt geändert, weil wir ihnen auch eine Plattform bieten wollten. Sie, das war sehr mühsam für sie, haben die Saison ins Frühjahr verlegt und haben heute hier eine schöne Kulisse für ein schönes, bis jetzt sehr spannendes, launiges Spiel. Der Zuspruch der Zuseherinnen und Zuseher auch extrem toll. Du hast diese Bühne angesprochen, die die Frauen im Tackle-Football verdienen. Was ist denn der Status quo von Frauen und Tackle-Football in Österreich? Ja, wir versuchen seit 2 Jahren, dem wieder Impulse zu geben. Wir haben ja 2 Säulen, die Flag-Football- und Tackle-Football-Säule. Bei Flag-Football funktioniert der Frauensport sehr gut. Die sind auch sehr erfolgreich, international und in der Liga. Und bei Tackle ist es in den letzten Jahren immer weniger geworden. Und wir versuchen mit den Vereinen gemeinsam wieder eine lebendige Liga zu kreieren. Es wird hier beim Game Day presented by Win Today 7er Tackle Football gespielt. Wie weit ist man denn entfernt davon, vielleicht auch in naher Zukunft oder vielleicht auch ferner Zukunft, 11er Tackle Football, quasi den gewohnten Football zu spielen? Uns ist es wichtig, dass wir konservativ aufbauen, nachhaltig. 7er Frau Football ist ganz einfach für die Teams leichter zu realisieren, weil sie weniger Spielerinnen brauchen. Und wir wollen zuerst mehr Vereine schaffen und dann auf 9 und 11 Frau Football erhöhen. Gibt es neue Vereine am Horizont? Ja, es gibt da sehr erfolgversprechende 2 Vereine. Ich kann noch nicht sagen, welche es sind, aber nächstes Jahr könnten wir 4 Vereine haben. Das ist schon mal sehr, sehr coole Entwicklung. Wir sind in der heißen Phase angelangt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind nämlich schon in der Red Zone. Und kurz vor dem Touchdown, da möchte ich noch eine Sache ansprechen, die ich auch aus anderen Sportarten kenne, die Schiedsrichterei. Passend zum heutigen Tag, wo erstmals ein Schiedsrichter in die AFPÖ Hall of Fame eingeführt wird mit Christian Müller. Wie steht es denn aktuell im Schiedsrichterwesen? Also American Football braucht ja mit 7 Schiedsrichtern pro Spiel und heute haben wir da 14 im Einsatz, sehr viele Schiedsrichter. Wir haben vor 4-5 Jahren begonnen, mit dem Schiedsrichterverband gemeinsam Werbe- und Promotion-Aktivitäten zu machen und es ist uns gelungen, eine breitere Basis an Schiedsrichtern zu schaffen. Sie machen einen hervorragenden Job, sie machen eine tolle Ausbildung, sie arbeiten sehr, sehr professionell zurzeit. Und wir können aber immer Schiedsrichter brauchen. Also wer Lust hat, kann sich bei uns melden. Das ist nämlich genau die Sache. Ich bin selber sehr häufig auf der Tribüne gehockt und habe mir gedacht, das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Also wer da draußen sich berufen fühlt, es besser zu machen als die Schiedsrichter, die das vielleicht irgendwo in einem Stadion in Österreich tun. Wie kann man sich denn an euch wenden? Ja, also entweder über AFPÖ, über unser Büro, office@afpoe.at oder der Schiedsrichterverband hat auch eine eigene Plattform. Und auf der Facebook-Seite Touchdown Austria sind die Ausbildungen immer ausgeschrieben. Also wenn man uns finden will, kann man uns finden. Und draußen in der Pre-Game-Area gibt es zum Beispiel einen Zebra-Corner, wo die Schiedsrichter sich erklären, Regelkunde machen und auch erklären, wie man Schiedsrichter werden kann. Wir haben mittlerweile den Touchdown vollzogen, sind in der Endzone angelangt. Also die 40er-Zeit, die ist wirklich beeindruckend und liegt definitiv unter den 6 Minuten, die du angedeutet hast. Ich habe es eingangs erwähnt. Austrian Bowl, auch als Sprungbrett, um sich in die Auslage zu spielen. Was ich gesagt habe, ist, dass vor ein paar Jahren noch ein gewisser Bernhard Reimann, ein gewisser Bernhard Zajkowicz Touchdowns in Austrian Bowls gefangen haben. Wie wichtig ist dir und dem AFPÖ diese Partie, dieser Game Day als Showcase? Naja, das ist das Wichtigste, was wir hier in Österreich haben. Das ist das Finale der obersten Spielklasse. Es treffen jedes Jahr die besten Mannschaften aufeinander. Es sind jedes Jahr irrsinnig spannende Spiele, qualitativ höchst hochwertig. Und ich glaube, du musst zurzeit eine qualitativ hochwertige AFL haben, um
die Fans beim Sport zu halten und ihnen zu zeigen, was das für ein toller Sport ist. Und daher, das ist unser wichtigstes Event im Jahr. Und wie wichtig dieser Mann ist, das sieht man, du musst ganz kurz stehen bleiben, wenn wir die Kamera mal ein klein wenig in Richtung deines Rückens bewegen. Nein, bewegen. Das ist mein Aufbauleib und das ziehe ich dann aus, Hallo, wenn die Gäste Chef, kommen. Chef steht völlig zurecht hinten drauf. Du hast als Generalsekretär heute wahnsinnig viel zu tun, deswegen ehrt es uns sehr, dass du ein klein wenig Zeit genommen hast. Ja, selbstverständlich. Danke dafür. Ja.